Mein Hunger hat zugenommen. Ich muss was essen. Nein. Willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Was haben wir denn hier? Gegrillte Schrecke. Na, ist radioaktiv. Eigentlich lieber nicht. Eichhörnchen-Eindruck. Ist auch radioaktiv. Also hätte jetzt nicht großen Unterschied gemacht. Achso, hier ist alles stehen. Okay. Richtig so. Wir sind letztens zu diesem Outpost gekommen und... Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Meine Güte. Und wir bieten einfach mal unsere Hilfe an, ne? Wo ist denn dieser Ranger? Läuft das Teil? Tatsache, ist ja geil. Bist du das? Du Hallo. Siehst als einzigster nicht so aus wie die anderen, also denke ich. Ranger sieht aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach Norden ist die Hölle. Da würde keine Karawane durchkommen. Ganz ehrlich, deine Brille sieht irgendwie ein bisschen verformt aus. Naja, sieht so aus, als ob sie mehr als genug Soldaten hätten. Soldaten? Nein. Rekruten? Ja. Und dem Mojave Outpost ist befohlen worden, stets Truppen an der RNK-Grenze verfügbar zu halten. Würden wir eigene Leute schicken, hätten wir nicht mehr genug Soldaten im Außenposten und würden damit einen direkten Befehl aus dem Westen verletzen. Schickt die RNK noch mehr Truppen? Mehr Truppen, ja, aber keine Verstärkung für den Außenposten. Truppen kommen hier nur auf dem Weg nach McCarran oder zur Front bei Forlorn Hope durch. Oder sie haben Freigang und sind auf dem Weg nach Vegas, um da ihren Sold auf den Kopf zu hauen. Die kommen hier alle durch. Sie klingen frustriert. Frustriert? Nein, ich habe meine Befehle. Unterschrieben und bestätigt von der ganzen Befehlskette bis hoch zu Kimball. Ich verstehe auch ihre Gründe. Der Außenposten ist kein Legion-Ziel. Anders als Vegas oder der Damm. Aber wenn die Karawanen hier festhängen, dann wird das die RNK hart treffen. Egal, wollt ihr nicht das Ohr abkauen. An manchen Tagen landen eben nur mehr Anforderungen und Tagesberichte als Ergebnisse auf meinem Tisch. Kann ich irgendwie helfen? Hilfe? Nein, ich weiß das Angebot zu Wissen Sie was? Ja, ich kann Hilfe brauchen. Und Sie scheinen sich auszukennen. Die Karawanen müssen weiter. Das heißt, der Weg nach Norden muss geräumt werden. Aktuell kriecht einfach zu viel auf dem Asphalt herum. Klingt gut, dann sind wir im Geschäft. Danke, ich weiß das zu schätzen. Kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Vielleicht kann ich Sie mit ein paar verlorenen Vorräten bezahlen. Verloren? Wo die wohl hin sind? Gibt's ja irgendwas, was nicht stehlen ist? Mann, doch alles. Naja, die Monster am Ivan ein paar Trockensee beseitigen. Monster! Haben wir das jetzt schon als Quest? Da haben wir noch das Alte. Wir haben noch das Alte. Wo ist denn das? Ist ja hier gleich am Rastplatz. Kann ich ja schnell eine Schnellreise machen. Monster. Was für Monster das wohl sein werden? Spannend, spannend. Oh, ganz schön viele anscheinend. Wenn jetzt zu viele sind, dann wird es Zeit für ein bisschen Bum-Bum. Nee, Granatwerfer. Oh, wir sind schon auf Vorsicht, was vielleicht ein bisschen suboptimal ist. Die sind jeweils nah aneinander irgendwie, habe ich das Gefühl. Oh, ist ja süß. Die lebt noch. Du hast nicht mehr zu leben. Autsch. Oh shit, oh shit, oh shit. Die macht mich tot, wenn die rankommt. Ich habe ja noch eine Schrotflinte. Nehme ich mal die Schrotflinte zur Hand. Okay,
Somit sind die erledigt. Aber wir haben hier noch ein paar Anwärter auf ein paar Kugeln. Echt geiles Visier für die Schrotflinte. Aber hat schon ordentlich Bums, das Teil. Ich fand Schrotflinten in Fallout immer für den Schrott, solange es nicht sowas ist wie die furchterregende Flinte bei Fallout 3. Aber vor allem Karawanenschrotflinten fand ich für den Arsch. Aber die scheint echt was auf dem Kasten zu haben. Ich glaube, die fand ich echt für den Arsch, weil die so wenig Schuss hat. Arm brauche ich nicht mehr. Solange man nah genug rankommt. Auf Entfernung ist die ja, dadurch, dass es eine Schrotflinte ist, echt nicht so gut. Ey, das sieht doch Schrott aus mit dem Hut. Habe ich irgendeine gute Kleidung, die mir... Wie sieht denn der Spielerhut aus? Der sieht auch Schrott aus. Also kommen erstmal beide weg. Können wir gleich mal fragen, kann der schon wieder zurück, wie ich sehe. Brauchen Sie. Kannst du mir noch was reparieren? Alles klar, dann unterschreiben Sie bitte hier. Wie jetzt? Warte mal. Muss ich mal ganz kurz. Fertig? Muss ich mal ganz kurz speichern. Sir? Nein, nein, weg damit. Okay. Ich will schon wieder zurück, wie ich. Kronkorken. Verlieren. Daran. Na gut, an der Plasmapistole kann ich sie verlieren. Ich wollte nur eben. Okay. Beim ersten Mal anscheinend repariert bei mir alles kostenlos, aber danach nicht mehr. Selbst jetzt kann ich nichts mehr dran anbringen. Wieso nicht? Ich verstehe es nicht. Muss ich das irgendwie an einer Bank machen oder was? Hallo. Oh shit, ich hab Durst. Schmutziges Wasser. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie. Aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Hatten Sie zufällig eine Belohnung erwähnt? Nein, ich hatte gesagt, dass Sie ein paar Vorräte bekommen würden. Und das meinte ich auch so. Das Anheuern von Söldnern ist am Außenposten verboten. Aber es könnten ein, zwei Anforderungen verloren gehen und niemand würde es prüfen. Hier, bitte sehr. Ganz unter uns. Okay, danke. Oh, 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 ich darf hochbringen. Was wollten wir denn hochbringen? Was ist denn wichtig? Sprache. Also kommt Sprache nach oben. Weil ganz ehrlich, Sprache mittlerweile nicht mehr Hallo. So wichtig wird. Wir müssen irgendwas verkaufen von den beiden Teilen hier. Das wiegt viel zu viel. Und was haben wir bekommen? Ein Dienstgewehr. Nicht schlecht. Aber auch nicht gerade ziemlich in gutem Zustand. Besser. Wir müssen was loswerden. Ich wäre für 9mm, 10mm Pistole. Fernglas war ja sinnlos. Und die Laserpistole. Tritt auf meine Pistolen, ja. Mein Gott, ich weiß ja, dass die nichts wert sind. Okay, haben wir die erste Mission hier erledigt. Gehen wir gleich zum nächsten. Sieht irgendwie aus wie so eine M16. Nur in Holzgriff und Schaft. Ja. So viel dazu. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Ich dachte, man spricht die Mojave aus. Naja, Lacey.
Ein neues Gesicht im Außenposten. Kommen wohl aus dem Norden. Also, was soll es sein? Gleich. Gut, bis dann. Ich höre gerade Musik. Ganz ehrlich, Leute. Copyright macht da echt keinen Spaß und ich habe keinen Bock, dass die ganzen Videos gesperrt werden. Wieder da? Typisch. Was soll es diesmal sein? Gibt es hier in der Gegend Arbeit? Arbeit? Hier? Sprechen Sie mal mit Jackson im Hauptgebäude oder Ghost auf dem Dach. Aber Obacht. Sie ist ein ganz schönes Miststück. Verraten Sie ihr aber nicht, dass ich das gesagt habe. Sonst fange ich mir nachts auf dem Weg zum Klo eine Kugel ein. Oh, dann sage ich sie erst recht. Gibt es was Sie mir über den Outpost erzählen können? Nicht allzu viel. Viele Karawanen, die nirgendwo hin können. Auch viele Soldaten, die nirgendwo hin können. Viele Prospektoren hier und da, aber die machen auch nicht mehr als nur für schlechte Luft sorgen. Alle hängen hier fest. Sollte ja eigentlich gut fürs Geschäft sein. Aber die Händler sind knapp bei Kasse. Sogar die größeren Karawanen. Blöd, ne? Schon gut, ich gehe. Gut, bis dann. Also, du hast keine Arbeit für mich. Du siehst interessant aus, Cass. Willst du Ärger? Nee, eigentlich nicht. Um was ich mich hier kümmere, ist ganz allein meine Sache. Deine Sache, was? Tja, darum solltest du dich wirklich besser kümmern. Dann mal husch. Bei dem geistlosen Gesichtsausdruck, den du hast, scheint es um deine Sachen ja nicht sehr gut bestellt zu sein. Ich glaube, wir haben da beide am Anfang etwas überreagiert. Wie wär's mit einem Drink? Wie es mit einem Drink wäre? Wie wär's mit einer Menge Drinks, meinst du wohl? Ich trinke, um zu vergessen, aber es macht mich nur wütend. Whisky bringt mein Blut zum Kochen. Heute noch mehr als früher. Im Westen hat das Saufen jede Menge Ärger gemacht, bis ich genug Leute umgehauen hatte. Dann waren sie lieber still, wenn ich Whisky gekippt hab. Was versuchen sie zu vergessen? Hab meine Karawane auf dem Weg nach Norden verloren. Der Fahrer wurde verkokelt. Sie haben nicht mal die Ladung geklaut. Es ist nur noch Asche über. Klingt nicht nach Raidern. Ich tippe auf die Legion. Wollen die Versorgung der RNK kappen. Sieht man am Mojave-Outpost. Wird besser bewacht als eine Vegas-Jungfrau. Keine Karawanen gehen raus und keine kommen rein. Und versucht darüber mal mit Jackson zu reden. Sagt immer, die Straßen sind nicht sicher. Ach, ehrlich, du abgehalfterter alter Wichser. Da brauche ich keinen Gelehrten der Bruderschaft, um das zu merken. Ich habe ihn schon mal getroffen, treffend nachgemacht. Ja, der ist schon so lang bei der RNK, dass er immer das Schlimmstmögliche vor Augen hat. Und deshalb lieber gar nichts macht. Jackson will mich nicht nach Norden ziehen lassen. Ist nicht sicher. Und obwohl meine Karawane weg ist, muss ich wegen den Papieren hierbleiben. Bist also wegen Arbeit hergekommen. Mein Tipp? Such das Büro der kaminroten Karawane im Süden von Vegas. Die können dir helfen. Ich habe die Straßen bereits für Jackson gesäubert. Kein Scheiß? Dann gebe ich dir einen aus. Danke. Sitz aber immer noch hier fest. Wegen der Karawanenlizenz. Auch wenn die Karawane tot und begraben ist. Egal, ich gehe. Pass auf dich auf. Werde ich, Cass. Hallo. Hallo. Wir sollen nach oben. Irgendwie aufs Dach und so. Oh, Scheiße, du bist wirklich blass. Komm mit auch. Das interessiert mich jetzt. Kommen wir darüber? Ah, fast. Ich will darüber. Ich weiß nicht warum. Ich will darüber. Vielleicht wenn ich hier so rauf. Na, noch nicht ganz. Ich bin da. Okay, da komme ich rauf. Und? Na. Ich will da jetzt rüber. Wir haben eigentlich die letzte Minute erreicht und ich könnte mich auch schon verabschieden, während ihr mich kläglich dabei beobachten könnt, wie ich versuche, darüber zu kommen, was aber scheitern wird, glaube ich.
Okay, der springt nicht mal. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch nächste Folge wieder ein. Falls nicht, habt ihr bestimmt schon abgeschaltet, also. Und habt noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend. Spring doch mal, meine Fresse. Und ansonsten sehen wir uns. Hoffentlich irgendwann wieder. Jetzt muss doch klappen. Jetzt spring doch mal, wenn ich auf die Leertaste klicke. Komm schon. Der springt teilweise gar nicht erst. Fick dich. Okay, ihr dürftet meine Tastatur hören, aber... Ja! Ich hab's geschafft! Bam! Bin oben. Gut, und was hat's mir jetzt gebracht? Nix. Gut, so.